Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem nagelneuen Swift-Tutorial von mir. Das Thema, das ich euch diesmal vorstellen möchte, sind User Defaults. Und zwar soll es darum gehen, dass wir hier Daten und Einstellungen dauerhaft in unserer App abspeichern. Ja, im User Settings und so kleinere, einfache Daten. Dafür verwenden wir User Defaults. Während man Folgendes dazu sagen muss, also bei komplexeren Datenstrukturen oder bei umfangreicherem Datenmaterial verwendet man etwas anderes, und zwar Core Data. Ich habe vor, in Zukunft, ja, man muss schon sagen, zahlreiche Videos zu Core Data zu veranstalten und hier hochzuladen, eben deshalb, weil Core Data etwas komplexer ist und ein bisschen mehr Einarbeitung erfordert. Aber wie gesagt, heute wollen wir uns um die User Defaults hier kümmern. Das machen wir, indem wir einfach loslegen mit einer Single View Application. Ich klicke auf Next und gebe hier ein als Produktnamen User Default. Wer hätte das gedacht? Ne? Passend zum Thema. Language Swift, ihr kennt das ja alles. Und auf Next. Und ja, speichern wir mal hier ab. Replace, genau. So, dann landen wir im Projekt. Übrigens so als theoretisches Hintergrundwissen, diese User Defaults werden hier in der Info plist. Das ist ja, plist steht ja für Property List, also die Eigenschaften der App, ne, werden hier in der plist abgespeichert, ne. Also diese User Defaults werden halt in diese plist-Dateien dann übertragen, nur so als Hintergrund. Ne? Aber wir gehen jetzt mal ins Main Storyboard und da sind wir auch schon. Ja, was mache ich hier? Ich ziehe hier ein Label rein. So. Und ziehe dieses Label mal auseinander. Und das war's hier im Interface Builder. Jetzt ab in den View Controller Swift. Das brauchen wir nicht. Und als erstes lege ich hier eine Funktion an, die einen Alert hervorrufen soll, und zwar init alert. Das wird ein Alert sein mit einem Textfeld und in dieses Textfeld soll der User dann halt seinen Namen eintragen. Aber wie das jetzt konkret aussehen wird, werden wir gleich sehen. Also let alert. Ich habe übrigens Videos zu Alerts gemacht. Also falls ihr da nicht firm seid, dann schaut euch das Video in der Playlist ruhig mal an. So, Alert, UI Alert Controller, Titel ist gleich Name. Gib deinen Namen ein und Preferred Style ist hier ein Alert. Und das Self Present. Dieser Alert wird dann oder muss dann präsentiert werden von unserem View Controller Completion Nil hier. Und jetzt füge ich dem Alert ein Textfeld hinzu. Alert.addTextField. Vorausgesetzt, ich vertippe mich nicht und vorausgesetzt, so, da haben wir es. Xcode lässt mich. So, hier einmal auf die Enter-Taste drücken. Hier Textfield. Und ja, hier kann ich das ja so ein bisschen konfigurieren, das Textfeld, das in der Alert-Anzeige dann erscheinen soll. Mache ich Textfield.placeholder. Ist gleich. Sag deinen Namen.
Ausrufezeichen. Yes. So, und ein Alert braucht auch was anderes, und zwar ein Action, UI Alert Action. Und okay, das soll diese Okay-Schaltfläche werden, und Style ist Default. Handler. So, hier nochmal Action. UI Alert Action. Die Utilities-Leiste kann ich übrigens auch mal wegklicken, dann haben wir mehr Platz hier. So, jetzt geht, hier fehlt noch eine runde Klammer, sehe ich hier. Und jetzt sind wir im Code. Als erstes prüfe ich, ob der Alert über ein Textfeld verfügt. Also Field ist gleich Alert.TextField. Und First. Ja, jetzt könnte man schon fragen, ja, ist der Typ jetzt senil geworden? Ne? Der hat doch gerade hier ein Textfeld für das Alert hier, für den Alert hier programmiert, und jetzt fragt er hier ab, ob ein Textfeld überhaupt vorhanden ist. Nun ja, also mag sein, mag auch nicht sein. Tatsache ist, dass ich so einen gewissen Programmierstil weiterempfehlen kann, der darauf hinausläuft, dass man immer wieder prüft, ne? Ob hier Dinge, die man verwenden will, auch tatsächlich vorhanden sind. Ne? Das ist hier so ein gewisser Stil, der dann einen davor bewahren kann, hoffentlich bewahren kann, vor App-Abstürzen. Und ja, also wie gesagt, ein User, der für eine App Geld bezahlt hat und diese App stürzt dann fortlaufend ab, der wird euch natürlich auch entsprechende Bewertungen verpassen. Und das wollen wir ja nicht. Zumindest keine schlechten Bewertungen. So, okay. Also wenn hier ein Textfeld vorhanden ist, dann möchte ich Folgendes machen. Und zwar, dann soll hier, mir fällt gerade ein, ich habe ja noch nicht mal ein Outlet für das Label hier erstellt. Das mache ich mal eben. Also ein hier so ein so eine Connection hier, damit ich das Label hier ansprechen kann, ne? Dann soll Folgendes passieren, dann soll hier self. Label.text gleich textfield.text sein. Also letztendlich den im Alert eingegebenen Text anzeigen. Das schauen wir mal gerade über den Code. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, erstmal kann man das so lassen und kopieren. Denn was wäre ein Alert ohne eine Cancel-Option? Ein Doppelklick auf die geschweifte Klammer bei Händler markiert hier den gesamten Teil, also die gesamte Closure hier. Und da ich hier keinen Händler für die Cancel-Option hier beanspruche, reicht, wenn ich hier Nil eingebe. Und lasst mal sehen, das ist jetzt diese Funktion initAlert, also diese Funktion ist schon mal programmiert. Jetzt muss sie natürlich nur noch aufgerufen werden. Und ja, das mache ich nicht in der ViewDidLoad-Methode. Das wird auch nicht funktionieren, sondern hier in der ViewDidAppear-Methode. Und da rufe ich jetzt mal initAlert auf. Bisher sind wir noch nicht bei den User-Defaults, aber dazu komme ich gleich, denn wir werden ja erstmal testen, ob das, was wir hier programmiert haben, Murks geworden ist oder ob es funktioniert. Und in der ViewDidAppear-Methode, ja, hier wird initAlert dann halt aufgerufen. Schauen wir mal, was der Simulator macht. So. Ja, der Simulator macht sich gut, aber nun gut,
Warten wir halt ein bisschen. Da sind wir dann auch schon. Na? So, wunderbar. Wunderbar. Der Simulator hat es sehr spannend gemacht, ne? Aber da sind wir schon. Unser Alert erscheint. Jetzt geben wir den Namen ein. Also gib da den Namen ein. Was haben wir für einen schönen Namen? Hase. Ne? Und mein Name ist Hase. Auf OK. Und jetzt erscheint hier Hase. Ich schließe den Simulator und dann vergegenwärtigen wir uns jetzt nochmal das Problem, das wir ansonsten haben, ohne User Defaults. Nämlich, wenn ich jetzt die App nochmal zum Laufen bringe, dann wird nämlich was passieren. Genau. Genau. Der Simulator lässt sich wieder Zeit. Kein Thema. Die haben wir. Oder wir tun wenigstens so, als ob wir die Zeit hätten. Ne? Ich könnte das Video ja auch um einige Sekunden kürzen, aber jetzt mal Hand aufs Herz, Leute. Ne? So machen wir die Sache doch ein bisschen spannender. Ne? Action. Yes. Und da seht ihr schon wieder ein Alert. Und wenn ihr hier, ja, hinter dem Grauen das Label se seht, hier steht ja nicht Hase, ne? Obwohl ich den Namen ja eingegeben habe. Das ist das Problem, das wir haben. Wir wollen aber, dass eben der einmal eingegebene Na Hase, der Name, auch bestehen bleibt. Und ja, das können wir ohne weiteres machen, indem wir Folgendes tun. Und zwar gehen wir nochmal hier in den Code. Und dann setze ich hier den eingegebenen Wert User Default Standard.set und hier eben TextField.text for key, dann sagen wir Name. Nicht Nase, sondern Name. Ja? Und so setze ich halt den eingegebenen Wert in den User Defaults fest. Das wird uns erstmal ja, wenig nützen, denn das ist die halbe Miete. Was ich aber dann mache, ist Folgendes. Ich programmiere hier Folgendes in der ViewLoad-Methode. If Username ist gleich if let Username. Hier prüfe ich, ob ein Default-Wert, ob ein Standardwert hier schon eingetragen ist für den Schlüssel Name. Also, das mache ich, indem ich folgenden Code hier eingebe: User Default Standard und diesmal Object for Key Name as String. Ja, ich prüfe erstmal, ob hier so überhaupt ein Wert vorliegt für diesen Schlüssel. Wenn ja, dann setze ich den Label-Text, Label.text, gleich User Name. Und jetzt bringe ich die App noch einmal zum Laufen. Ja. Ja, der Simulator. Der Simulator und ich. Okay. Gut, also noch einmal. Hase. Hase will groß geschrieben werden, ne? Da achten wir aber auch drauf, ne? Jetzt auf OK. Alles wie gehabt. Jetzt hier noch einmal auf Stopp. Und nochmal ein Start. Was passiert? Jetzt seht ihr, dass hier im Hintergrund ja schon
Phase erscheint. Das heißt, dieser Wert ist tatsächlich abgespeichert worden und beim erneuten Erscheinen des Views, in diesem Fall konkret beim erneuten Aufrufen der App, dann halt hier ja, wird der Wert, der abgelegte Wert, halt wieder herausgeholt und ja, im Label angezeigt. Ne? Ist halt natürlich ein bisschen doof, wenn der User hier jedes Mal bei jedem Aufruf seiner App hier erneut seinen Namen eingeben soll. Das ist natürlich Tullux. Ne? Und daher können wir das ja auch mal so programmieren, dass wir hier prüfen, dass wir diese Geschichte hier, also hier if let username, verfrachten in die view did appear Methode, also if let bla bla bla. Und also falls es einen Wert gibt, dann wird eben dieser Wert in unserem Label angezeigt. Und falls es das erste Mal sein sollte, dass der User hier seine frisch von euch gekaufte App zum Laufen bringt, dann erscheint der Alert. Und jetzt machen wir Folgendes. Let's go. Wie sieht das jetzt aus? So. Und seht ihr, dieser Alert erscheint nicht mehr, denn wir haben ja hier in den vorherigen Malen, ne, in denen wir unsere App zum Laufen gebracht hatten, bereits einen Wert hier in den User Defaults abgespeichert für eben den Schlüssel Name. Der ist natürlich hier. Der ist natürlich hier vorhanden, beziehungsweise wird dann auch aus den plist-Dateien hervorgeholt, User Default Standard Object. Und daher bekommt unser Label dann halt diesen Namen zugewiesen. Und diese Init Alert Methode kommt gar nicht zur Anwendung. Ne? So, und jetzt kann man natürlich sagen: Ja, Mensch, ne, was ist denn, wenn der User jetzt hier beispielsweise eine neue Einstellung vornehmen möchte, ne? Mensch, der kann jetzt nur einmal im Leben, ne, nachdem er die App frisch gekauft hat, seinen Namen eingeben. Aber gut, dafür müsste man dann halt noch was anderes programmieren, beispielsweise einen Button hier einfügen, ne? Und dann halt zusehen, also eine andere Möglichkeit, um halt diese Einstellungsoption noch einmal anwenden und verwenden zu können. Also hier nochmal ein Outlet hier für den Button, ne? So ein Action-Outlet und nennen wir den Set Name. Ja, und das kann so bleiben und dann hier noch einmal Init Alert aufrufen. Und da seht ihr dann auch, wie sinnvoll das ist, Code jetzt auszulagern, zu modularisieren in einer eigenen Funktion und dann je nach Zusammenhang diese Funktion hier zu verwenden. Also wie gesagt, ich hätte ja auch hier diesen ganzen Alert hier einfach in die View, also diesen Code hier, ne? Hätte ich ja auch hier diesen Code, hätte ich ja auch hier vorne in die ViewDidAppear-Methode hineinklatschen können, habe ich aber nicht gemacht, sondern eine eigene Funktion angelegt. Auch das ist etwas, wozu ich euch ja dringend rate, immer Code zu modularisieren, so nennt sich das, ne? Und ja, gut, okay. Und wenn ich irgendwo eine Stelle habe in meiner App, ne, mit einem Button oder mit etwas Vergleichbarem, ne, dass nach Betätigung hier diese Eingabemöglichkeit wieder erzeugt, prima. Ja, okay, schauen wir mal. So. Seht ihr, jetzt erscheint der Alert nicht automatisch, sondern ja gut, jetzt durch Button, ne, und schon kann ich einen anderen Namen eingeben, Mickey Mouse, ne, und so weiter und so fort. Dann ist eben dieser Wert jetzt neu abgespeichert. Und wenn wir die App noch einmal zum Laufen bringen, ne? Aber ich denke, das könnt ihr mir auch glauben, dass das hier das nächste Mal hier Mickey Mouse sein wird, das hier im Labeltext erscheint. Ne? Also ne? So
wird das hier gemacht. Nur klar, das Design, das müsst ihr dann halt in eurer konkreten App dann halt selbst gestalten, dass ihr den Button für den Alert jetzt irgendwo positioniert, ne, wo das jetzt designmäßig auch tolerabel ist. Ne. Hier so einfach hier, ja, okay. Das war zu Demonstrationszwecken. Ne. Ich hoffe, ihr habt ja, Spaß an diesem Video gehabt und ich habe euch was beibringen können. Und ja, ist immer dasselbe. Ich freue mich immer wieder, wenn ich euren Horizont hier erweitern kann, wenn ich euch helfen kann, voranzukommen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn dem so ist. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Ja, ich bin halt bemüht, wann immer ich Zeit habe, hier Videos aufzunehmen und für euch auf YouTube hochzuladen. Und ja, das ist eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht. Okay, ne? Wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt von euch und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss dann.